Wir möchten Ihnen im folgenden Beitrag die Zusammenarbeit der integrierten Leitstelle mit den Führungskräften der Feuerwehr veranschaulichen. Viele Handlungsschritte in der ILS und bei den alarmierten Einheiten, die wir im Film nacheinander vorstellen, laufen in der Praxis parallel ab. Auch die Szenen an der Einsatzstelle betonen weniger die zeit- und fachgerechte Gefahrenabwehr als vielmehr die notwendige Kommunikation zwischen Feuerwehr, Rettungsdienst und integrierter Leitstelle. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem spreche ich bitte? Ja, grüß Gott, mein Name ist Schlosser. Herr Schlosser, ich grüße Sie. Geben Sie mir bitte Ihre Rückrufnummer. Das ist die 68829. Die 68829. Herr Schlosser, wo genau ist der Notfallort? In Obervolkach. Da hat es einen Unfall gegeben. In Obervolkach hat es einen Unfall gegeben. Wissen Sie die Straße? Das war irgendwas mit Bürgermeister. Irgendwas mit Höhe der Kirche. Jawohl, suche ich mir ganz kurz raus, kleinen Moment bitte. Die Bürgermeister-Erhard-Straße, Höhe der Kirche. Ja, das ist möglich. Jawohl. Was genau ist passiert, Herr Schlosser? Da ist ein PKW, der ist im Straßengraben. Ich bin weitergefahren. Okay, was ist es denn für ein PKW? War so ein kleinerer PKW in Schwarz. Schwarz, jawohl. Wissen Sie, ob da Personen im Fahrzeug sind? Der Fahrer ist ausgestiegen. Weitere Personen habe ich nicht gesehen. Okay, also der Fahrer ist ausgestiegen und Sie haben keine Ahnung, ob noch Personen drin sind. Ja, genau. Sie sind selber nicht mehr vor Ort? Nein. Haben Sie was rauchen gesehen oder Flammen am Fahrzeug? Nein, habe ich nichts gesehen. Haben Sie nichts gesehen. Herr Schlosser, dann schicken wir Feuerwehr und Rettungsdienst nach Obervolkach in die Bürgermeister-Erhard-Straße, Höhe der Kirche, ja? Ja, genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Wiederhören. Obervolkach, Bürgermeister-Erhard-Straße, Verkehrsunfall mit PKW, alarmiert nach RD1, Einsatz für den Rotkreuz-Freistaat 71.1, Ende. Obervolkach, Bürgermeister Erhardstraße, NVU mit PKW, alarmiert nach TL1, Florian Freistadt, 42.1, Ende der Durchsage. Also wir haben ein TL1 in der Bürgermeister-Erhard-Straße, VU mit PKW ist gemeldet. Michi, Thomas, ja. Angriffstrupp an die Handschuhe denken und Hans als Melder Notfallrucksack und auch an die Handschuhe denken. Jawohl, ich nehme einen Notfallrucksack mit. Ja. Thank you.
Florian Freistadt 42 1 kommen. Florian Freistadt 42 1 aus nach Alarmfax in die Bürgermeister Erhardstraße. VU mit PKW alarmiert nach THL 1. Jawohl, so richtig. Verkehrsunfall, unklare Lage. Und zu Ihnen unterwegs ebenfalls auch ein RTW kommen. Ein RTW mit alarmiert, das ist verstanden. Gibt es da mal eine Rückmeldung? Zunächst mal Korrektur der Alarmadresse. Wir sind hier in der Waldstraße, Ecke am Pfarrgarten, nicht in der Bürgermeister-Erhard-Straße. Zur Lage PKW auf Betonabsperrung, eine Person noch im Fahrzeug. Wir sind aus zur Erkundung. Näheres in Kürze. Ja, verstanden. Rückmeldung an die Leitstelle. Korrektur der Alarmadresse. Waldstraße, Ecke Pfarrgarten statt Bürgermeister-Erhard-Straße, PKW auf Betonabsperrung, eine Person im PKW, aus zur Erkundung. Ja, genau so. Der Angriffstrupp und der Melder kommen mit. Florian Freistadt 42-1. 42-1 mit Lageaufsicht. Korrektur der Alarmadresse Waldstraße, Ecke am Pfarrgarten. PKW liegt auf Betonabsperrung. Zweite Person noch im Fahrzeug. Gruppenführer aus zur Erkundung. Kommen. Korrektur der Einsatzadresse Waldstraße. Ecke am Pfarrgarten, PKW liegt auf Betonabsperrung, zweite Person noch im Fahrzeug, der Gruppenführer aus zur Erkundung, Näheres in Kürze kommen. Ja, richtig. Zur Lage, verunfallter PKW auf Betonabsperrung, eine Person bewusstlos im Fahrzeug eingeklemmt, Gefahrenhinweis, PKW droht abzurutschen, der Wassertrupp, Verkehrsabsicherung, Vollsperrung vor und hinter dem Fahrzeug sowie zweifacher Löschangriff, Schlauchtrupp, Gerätebereitstellung für technische Rettung, 5 Meter vorm Fahrzeug vor. Wassertrupp, Verkehrsabsicherung vorne und hinter dem Fahrzeug und Brandschutz, zweifache Sicherung. Jawohl. Schlauchdruck, Gerätebereitstellung 5 Meter neben dem Fahrzeug. Auf geht's. Florian Freistadt 42-1 kommen. Hier Florian Freistadt 42-1 mit Rückmeldung Einsatz Waldstraße. Ja, ab. VU mit PKW. Fahrzeug steht instabil auf einer Betonabsperrung. Eine Person außerhalb des Fahrzeugs, eine weitere Person bewusstlos im Fahrzeug eingeklemmt. Die Menschenrettung ist eingeleitet, Brandschutz sichergestellt, alle Kräfte im Einsatz. Nachforderung. Die Nachforderung ab. Nachforderung, ein weiterer Rettungssatz, eine Gruppe sowie Rettungsdienst für zwei Personen, eine davon bewusstlos.
Ein VU mit Pkw. Pkw steht instabil auf Betonabsperrung. Eine Person außerhalb des Fahrzeugs, eine Person bewusstlos im Fahrzeug eingeklemmt, Menschenrettung eingeleitet, Brandschutz sichergestellt, alle Kräfte im Einsatz und die Nachforderung. Ein weiterer Rettungssatz, eine Gruppe, Rettungsdienst für zwei Personen, eine davon bewusstlos kommen. So richtig. Verstanden. Florian, Freistadt 42-1 von Leitstelle Freistadt kommen. Der Florian, Freistadt 42-1 hört. Bezüglich der Nachforderungen, wir würden einen TL3 machen, ein oder zwei Pkw-Personen eingeklemmt kommen. Ja, verstanden. Was kommt da? Da kommt ein MZF dazu, ein HLF, ein TLF sowie der Land 2.2 und RD3, das heißt ein weiterer RTW, ein NEF, ein Hubschrauber und der Einsatzleiter Rettungsdienst. Jawohl, das ist verstanden. Dann machen wir die Erhöhung auf TRL3. Verstanden. Florian Freistadt 42-1 von Leitstelle Freistadt kommen. Jetzt 42-1 kommen Sie. Sollen wir durchalarmieren oder haben es noch Kräfte auf der Wache? Ja, beim Ausdrücken war keiner mehr da, müssen wir alarmieren. Jawohl, kommt. Obervolkach, Waldstraße, Ecke am Pfarrgarten. Ein oder zwei Pkw-Personen eingeklemmt, alarmiert nach THL3. Ende der Durchsage. Peter, wir machen Schlagwortanpassung auf VU. Ein oder zwei Pkw-Personen eingeklemmt, THL3, RD3. Jawohl, ich gebe es als Fahrzeug weiter. Rotkreuz Freistadt 71-1 von Leitstelle Freistadt kommen. Rotkreuz Freistadt 71-1. Ja, meine Schlagwortanpassung. Verkehrsunfall, ein oder zwei Pkw, Person eingeklemmt, alarmiert nach RD3 kommen. Eine verletzte Person eingeklemmt, wir erhöhen auf Stichwort RD3 Fährstunden. Obervolkach, Waldstraße, Ecke am Pfarrgarten, VU, ein oder zwei Pkw, Person eingeklemmt, alarmiert nach RD3, Einsatz für den Rotkreuz Freistadt 7, Rotkreuz Freistadt 71-2, Rotkreuz Freistadt 76-1, Christoph Freistadt. Servus. Servus, der Armin 1971. Was passiert? Grüß dich. Der Pkw steht auf der Betonabsperrung. Eine Person am Beifahrersitz eingeklemmt, ja. Bewusstlos. Okay. Wir haben das Fahrzeug jetzt stabilisiert soweit. Ja. Gut, bei uns ist von der Leitstelle schon gesagt worden, es kommt ein RD3. Das heißt, es kommt ein weiterer RTW, der Einsatzleiter, ein NEF, okay. Ein Hubschrauber. Da brauchen wir dann noch einen Landeplatz. Was? Genau, von mir kommen auch noch zwei Fahrzeuge oder drei. Zwei Großfahrzeuge müssen wir uns ein bisschen... Okay. Mein Vorschlag, wir kümmern uns um den Schwerverletzten. Ja. Ihr bleibt bitte bei dem Leichtverletzten. Ja, passt. Alles klar? So. Gut. Im Verlauf des Einsatzes kann die Leitstelle weitere Informationen an die anfahrenden Einsatzkräfte weitergeben.
Zum Beispiel Hinweise des Einsatzleiters bezüglich eines Bereitstellungsraums. Eventuell liegen in der Leitstelle auch Informationen zu Baustellen oder Straßensperrungen vor, die bei der Anfahrt beachtet werden müssen. Nach Beendigung aller Maßnahmen an der Einsatzstelle, jedoch vor dem Einrücken, erfolgt durch den Einsatzleiter vor Ort eine abschließende Meldung an die ILS nach dem Meldenschema. Florian Freistadt, 42.1, kommen. Hier ist der Florian Freistadt, 42.1, mit Rückmeldung von der Einsatzstelle Waldstraße, Ecke am Fahrgarten. Die Arbeiten der Feuerwehr sind abgeschlossen. Die Einsatzstelle ist an die Polizei übergeben. Alle Kräfte frei ab Einsatzstelle, Status 1.